Hallöchen, Freunde! Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft! Heute mal mit einem anderen Anblick. Wir sehen schon, oi, was ist denn hier los? Lichteffekte und so weiter und so fort, hat sich alles ein wenig geändert. Und hier sehen wir auch eine leichte Spiegelung. Ja, mir wurde geraten, mal ein neues Texture Pack drauf zu knallen, aber ich muss leider sagen, habe ich nicht gemacht. So. Ich habe aber dafür was anderes reingeknallt, und zwar habe ich mir reingeknallt eine Modifikation, und zwar ein Schattenmod, ein, ja, wie heißt es richtig, ein Shader-Mod, so wird es ja bezeichnet, ein Shader-Mod. Und ja, der macht das alles viel ansehnlicher, was ich auch sehr begrüße, aber halt mit der alten Minecraft-Textur dementsprechend. Aber halt hier diese ganzen Sachen sehen ja schon geil aus. Also mit ein bisschen grafischer Pimpung ist das natürlich dementsprechend geil, muss ich echt sagen. Also Respekt an euch, dass ihr mir nochmal so einen geilen Hinweis gegeben habt. Oder, ja, okay, jetzt muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, super, Meltas, hast du super gemacht, Alter, super duper. Du bist echt der Beste. Ja, weil ich weiß gar nicht, wie so ein Idiot da dran rumprobiert habe, diesen Mod zum Laufen zu bringen. Echt, das ist halt schon sehr arg gewesen, weil ich bin da echt nicht so bewandert, weil ich das noch nie gemacht hatte. Also noch nicht wirklich groß. So, halt Moment, dann probieren wir es doch gleich einfach mal hier. Wir können ja mal jetzt die Zeit dafür nutzen, hier einfach mal dementsprechend die Nacht dafür zu nutzen, einfach mal hier ein bisschen zu stripminen. Und ja, vielleicht ein bisschen was an Ressourcen aus der Wand zu ziehen. Was man natürlich auch sehr begrüßen würde. Mal irgendwas Tolles wie Eisen oder sowas. Wäre super. Oh Gott. Aber jetzt muss ich sagen, durch den Shader ist das dahingehend ein wenig doof. Warte mal. Eins, zwei. Dass man halt... Ja, wie soll ich sagen? Dass man halt jetzt nicht mehr so weit sieht in der Dunkelheit, ja. Das ist natürlich jetzt realistischer und, ja, aber ein bisschen nicht so förderlich für meinen Spielspaß. Weil man konnte ja in der Nacht immer so gut und weit gucken, wie man es eigentlich sonst immer aus anderen Spielen gewohnt ist und nicht wie in der Realität. Ja, und das ist natürlich dann da ein bisschen blöde. So. Ich hatte ja gesagt gehabt, beziehungsweise erklärt, wie meine Art Strip Mines aussieht. Und zwar immer zwei Blöcke, zwei Blöcke, zwei Blöcke, dass man dann halt die linke und die rechte Seite genau sieht und sagen kann, okay, hier finde ich was, hier finde ich nichts. So, dass man nichts übersieht. Ach du Scheiße, ich brauche mehr Fackeln oder mehr Kohle, besser gesagt, damit wir uns mehr Fackeln bauen können. Hallo? Ja, wenn ihr euch daran erinnern könnt, hier, das war alles ziemlich hell und ausgeleuchtet. Aber dann ist ja hier kein Wunder, dass hier irgendwo mal Monster spawnen könnten. Kohle. Geil. Meins. Wow. Ah, Glück gehabt. Da hatten wir echt verdammt viel Schwein. Dass da gerade eine Fackel war, weil wenn halt so ein Firlefanz wie Kies runterfällt, das kann tödlich enden. Da erstickt man halt an diesem Sand. Und zum Glück war hier gerade diese Fackel. Sobald hier irgendwo ein Block schon steht, dann wird das halt nicht mehr registriert als neue Standposition des runterfallenden Blocks, sondern dann achtet das Spiel darauf, okay, was ist da momentan für ein Block, und eine Fackel wird dann dementsprechend nicht zerquetscht oder ähnliches, sondern dann muss halt dementsprechend das Dingens weichen. So. Dann muss dementsprechend einfach mal der Kies weichen. Weil Kies ist ja eh nur lockeres Gestein oder Sand oder... Ja, okay. Jetzt sind die
Die Baustoffhändler unter euch, die werden mir jetzt wahrscheinlich gleich einen geharnischten Eintrag unter das Video setzen, aber nein, das möchte ich nicht. Lese ich mir eh nicht durch. Ja, weil das ist halt, wenn man dahingehend ein bisschen toleranter ist, kann man auch einsehen, dass Meltas ja da das nicht alles wissen kann, ja. Und wenn er das natürlich so laienhaft behauptet, dass einfach Kies eine Art Sand ist, dann ist es nun mal so. Meine Meinung. So, okay. Jetzt die Sonne. Sie klettert empor. Yay! Sehr schön. Und wir sehen auch schon diese schöne Wasserspiegelung. Warte mal, ich muss es jetzt hier gleich nochmal zeigen. Oh, das sieht schon geil aus. Das sieht schon verdammt geil aus. Muss ich echt so sagen. Ich bin dann auch schon froh, wenn ich dann hier so langsam anfangen darf, Wasser abzubauen. Sieht schon verdammt geil aus, echt. So, wir haben ja jetzt ein bisschen was an Sand wieder rausgeholt oder Dreck rausgeholt aus der Erde. Und jetzt können wir hier auch ein bisschen was noch ergänzen. Ach scheiße, jetzt habe ich das da leider weggemacht. Aber okay, ich möchte den Sand ein bisschen upgraden. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns da jetzt noch den Rest des Baumes. So, mit unserer Steinhacke. Ich habe rausgefunden, es gibt verschiedene Bäume jetzt. Also noch mehr Bäume, als ich eigentlich so gedacht hätte. Ich wollte ja Fichtenholz haben. So, dann ist mir aufgefallen, es gibt sogar mittlerweile eine andere Eichensorte. Also das Eichenholz, das kennen wir ja. Das ist ja das, was wir auf unserer eigenen Insel schon anbauen. Aber dann gibt es auch noch was anderes. Und zwar das sogenannte Schwarzeiche. Also das fand ich auch ziemlich interessant, genauso wie halt irgendwie so eine andere Holzart, die mir überhaupt noch gar nichts gesagt hatte. Also da waren zwei neue Holzarten, von denen ich wirklich noch gar nichts gehört hatte. Da dachte ich mir so, boah, geil. Also dann lohnt sich das doch wirklich mal hier, ja, dieses Let's Play hier nochmal mit dem Meltas sich anzuschauen. Ja, Freunde, schaut's euch an. Euer Lieblingsbogenschütze ist ja jetzt auch mal in der Minecraft-Welt unterwegs. Euer Lieblingsschurke. So. Ja, also solltet ihr irgendwo mal ein Rollenspiel sehen und sagt, ey, Meltas, zockst du? Ich möchte das mal als Bogenschütze sehen, weil ich bin halt einer, der gerne Bogenschießen, Bogenschützen spielt. Oh, tut mir leid. Gerne im Bogenschützen spielt, schreibt mir einfach in die Kommentare oder irgendwo als PN, Privatmessage, also eine Privatnachricht. Und dass ihr das gerne Let's Played haben wollt, mache ich gerne, weil ich bin wirklich sehr aufgeschlossen, wenn es darum geht, irgendwo Rollenspiele zu zocken. Und erst recht als Bogenschütze. So. Deswegen hatte ich es bloß gesagt gehabt, hier, euer Lieblingsbogenschütze, weil ich weiß ja, ohne Grund guckt er mich nicht. Ey, das ist ja mal geil, dass man hier mit der Schere, also mit der Schere ist ja klar, dass man da das Zeug hier leichter abernten kann, aber dass man dadurch auch die Äpfel rauskriegt, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. So. Ach du heilige Kacke. Eichensetzling. Dann wollen wir doch mal die Eichensetzlinge hier mal gleich neu setzen. Okay, das ist ein kleiner Vogel, der gerade das Schwimmen lernt. Ja, okay, das ist hier ein bisschen blöde mit dem Schatten auf dem Wasser. Das ist mir schon aufgefallen, aber alles andere, das sieht ja pornös aus, muss ich echt mal so sagen. Das sieht ja echt phänomenal aus, ja. Ich setze jetzt hier einfach ein bisschen Dreck hin. So, Dreck. Dreck, Dreck. Und dann setzen wir einfach nochmal hier. Zack, hier in die Ecke. Weg mit dir. Yes, okay. Da haben wir nochmal ein paar Samen. Oh, hier das Wasser. Wie geil, Alter. Wie geil.
Ich freue mich wie ein Kleinkind. Ach ja. So, schwimmen wir mal auf unsere schöne kleine Insel und befestigen diese ein wenig. Ja, ich weiß, ich muss mal wieder was essen. Aber wenn wir nichts haben... Wir haben doch nichts. Wir haben doch einfach nichts. Ja, wir müssten mal ein paar Skelette oder sowas killen. Wäre natürlich auch eine Maßnahme. So, okay. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben ja hier auch schon ein bisschen was fleißigerweise. Yes. Genau. Genau, wir haben ja hier schon Stein gesammelt. Und Sand können wir jetzt auch wieder dorthin packen. So, das können wir zusammenhauen. Die Hook auch erstmal weg. Okay, den Apfel können wir gleich mal schnabulieren. Yes, den Bogen. Ach, das passt schon. Tropenbretter. Oh, hier Lapis Lazuli. Das können wir auch erstmal wegpacken. Das braucht kein Mensch. Jetzt erstmal nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt später brauche. So, Eichenlaub. Eichenlaub. Okay, das Eichenlaub, das nutze ich jetzt erstmal. Nur mal so als Hinweis. Das Eichenlaub, das ist mir so aufgefallen. Das unterscheidet sich auch schon in der Farbe. In der Darstellung her. Achso, das ist ein Tintenfisch. Ich habe mich gerade gewundert, was guckt mir denn da von da unten auf meinen Hintern? So. Und. So. Nein! Jetzt habe ich hier das schön gewachsene Gras da kaputt gehauen. Meine Güte. Was mir bloß einfällt hier. So. Genau. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen erweitern hier. Wir müssen ja unsere Insel ein wenig erweitern. So, deswegen setzen wir es einfach jetzt hier. Nein. Einfach da drauf. Hui. Hui, 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 hui. Na super. Okay, dann kann das nämlich auch alles schön grün wachsen. Und wenn es grün gewachsen ist, dann knall ich da auch ein bisschen Dingens drauf. Ein wenig Gras, also hier die Blätter, die wir da haben. Warte mal, ich esse jetzt mal den Apfel. Nom, 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 nom. So, habe ich noch die Steaks? Ja, die Steaks habe ich auch noch, super. Ah, super, duper. Okay. Das ist natürlich blöde gelaufen hier mit der... Mit den Wassermelonen. Okay, warte mal, dann machen wir es halt so. Ja, ich kann die Wassermelonen echt falsch, schlecht einschätzen, wie die wachsen. Wenn die jedenfalls immer nach irgendwo in Richtung Wasser wachsen würden, das wäre natürlich praktisch, dann könnte man sich darauf einstellen. So, komm hier. Geht doch. Aber das machen sie ja nicht, diese fiesen Viecher. Sondern die wachsen einfach, wie sie lustig sind. Und deswegen werde ich jetzt das auch unter sein lassen, hier noch ein paar Wassermelonen zu pflanzen. Ja, sondern ich bleibe dann hier lieber bei meinem lieben Getreide. So, Samen. Das hier können wir auch. Juhu! Drei Samen. Hey, klappt doch. Da fühle ich mich doch hier gleich wie so ein kleiner Agrarbauer. Wie so ein Agrarmensch. So, das erweitern wir noch ein bisschen. So. Also hier hatten wir ja diese Blöcke an sich drin, okay. Dann würde ich doch mal sagen, erst einmal Feinschliff. Ich weiß, ich mache jetzt hier total viel Firlefanz, ohne erstmal die Grundstruktur überhaupt zu sichern. Ja, mit Grundstruktur meine ich überhaupt erstmal unser Überlebens,
Mittelpunkt hier, von wegen, dass wir erstmal hier Gras mehr sammeln sollten. Aber ey, das ist doch viel geiler jetzt hier mit so einer Aussicht hier, was uns erstmal zusammenzubauen und danach halt die Welt zu bereisen. So. Okay. Moment, Moment. Ach, hier scheiß aufs Schwert. Braucht doch kein Mensch. So. Also das hier, das müssten wir anpassen. Rein theoretisch müssten wir das hier anpassen. So, und ich würde mal sagen, nutze ich das jetzt hier gleich mal als natürliche Abgrenzung. So. Als natürliche Abgrenzung. Weil... Sand sollte man... Man sollte auf alle Fälle es unter sein lassen. Eine Hütte mit Sand zu bauen. Also das ist ja hier... Das ist ja Minecraft-Niveau 1.0. Aber wir sind ja jetzt hier schon the next generation. Wir wollen es natürlich ja alle schick haben. Ach kacke, ich sollte vielleicht Schafe mal sammeln. Oder zumindest Wolle von den Schafen. Damit wir mal die Nächte überspringen können. So, sieht aber schon mal geil aus. Hier diesen grünen Flucati möchte ich gerne lassen. So ein bisschen Wald. Ist natürlich gut. Ach scheiße, ey. So. Und ich habe das jetzt so gebaut, weil ich nämlich hier so eine schöne Glaswand reinziehen möchte. Wobei ich mir jetzt gerade so überlege, dann komme ich jetzt wieder in Schwulitäten, weil eigentlich wollte ich es ja auch ein bisschen extravaganter bauen. Und das ist ja dann auch wieder nur Klotz. Und Klotz wollte ich eigentlich auch nicht haben. Ah, Gnarf, Gnarf. So. Okay. Ich könnte rein theoretisch ja auch mal was machen, was uns ein bisschen, ja, was uns ein bisschen motivieren soll. Und zwar, ja, okay, hier, das brauchen wir erstmal nicht. Das können wir auch erstmal weghauen. Und zwar brauchen wir Holz, das können wir erstmal alles hier safen. So. Dann könnten wir mal... Das ist... Hier, Schwerter. Wir brauchen erstmal ein paar Schwerter. Wäre natürlich cool, wenn man zwei Schwerter tragen könnte und links und rechts gleichzeitig schlagen. Oh Gott. Wir brauchen mal ein paar Skelette. BZW, ihre Knochen. Weil mit den Knochen könnten wir natürlich unsere Produktion, unsere Getreideproduktion ein wenig ankurbeln. Und das ist natürlich ziemlich förderlich für unsere Existenz. So, das ist das eine. Und das andere ist halt, die Möglichkeit, irgendwelche Schafe zu finden. Oh Gott. Da kommt ein Zombie. Zombie! Ich renne jetzt hier in der Nacht los, um, Schafe zu sammeln. Bin ich behindert? Zäh. So, dann sporten wir doch mal und gehen hier zu unserer schönen kleinen Insel. Also ernsthaft, zäh. Was fällt mir denn da ein? Ist doch hier nicht die Möglichkeit. So.
Okay, das muss eigentlich für uns wirklich komplett ausreichen, weil man muss es ja nicht übertreiben mit Getreide und so und Sachen. Ich glaube, Mohrrüben und Kartoffeln gibt es auch. Und ja, also man kann das natürlich auch alles in einem großen Maßstab machen, machen wir dann später. Aber das wird dann halt alles styletechnisch, also so eine großen Felder möchte ich natürlich auch haben, was dann auch ziemlich geil wird. Aber jetzt muss erstmal das hier reichen, das, was wir haben. So. Jetzt überlege ich gerade. Das wächst schon super zusammen. Okay. Okay. Zack, 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 zack. Nein. Da habe ich jetzt die Leiter abgebaut, wa? Ach, Kacke. Kack, yes, 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 yes. So, so. Ja, komm hier. Gleich mal Inselverbreiterung vornehmen. Das war jetzt nicht so geil. Können wir doch rein theoretisch. Ach, hier. Zack. Und zack. Das wächst ja eh nach unten. Das ist ja der Vorteil an der Physik hier. Das Efeu. Okay, Efeu wächst ja auch nach oben. So. Dann wächst das. Aber mal.